Ja, die letzten Wochenenden, die waren ziemlich voll. Vor 2 Wochen hatten wir hier gerade Europawahl und an diesem Wochenende das Tauffest. Und meine Frage an alle: Was haben die beiden Dinge miteinander gemeinsam? Erstmal nicht so viel, oder? Richtig, genau. Also, man hat gewählt, ja. Man hat eine Entscheidung getroffen. Und so, das mit den Entscheidungen, das ist so eine Sache. Denn jede Entscheidung, die man trifft, hat Konsequenzen. Jede Entscheidung, die man trifft, hat Konsequenzen. Deswegen treffen manche Menschen Entscheidungen nicht besonders gerne, weil sie Sorge haben vor den Konsequenzen. Und im Fall der Europawahl kann ich das verstehen. Im Fall der Taufe sind mindestens mal 2 Entscheidungen vorausgegangen. Man hat sich nämlich schon vorher, nicht erst bei der Taufe, für Jesus Christus entschieden. Und dann dafür auch entschieden, diesen Glauben öffentlich zu bezeugen. Aber ich kann euch so viel verraten: Die Sache mit Jesus, die geht gut aus. Die Sache, die mit Jesus, die geht gut aus. Und es wäre, das können die meisten, die hier länger schon im Glauben sind, wirklich schön, wenn in dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden, wir auch gleich entrückt werden würden. Dann hält man nämlich den Weg, der danach noch folgt, nicht mehr vor uns. Denn dieser Weg ist meistens alles andere als einfach. Er war vorher schon nicht einfach, aber es ist oft eine herausfordernde Art, die wir gleich betrachten wollen, nicht einfach. Und es ist meistens auch der Grund, warum sich, oder häufig auch der Grund, warum sich Menschen nicht für diesen Weg entscheiden. Wenn man die Leute mal fragt, wo wollt ihr sein, wenn es Himmel und Hölle gibt, beinahe jeder sagen: Ich möchte dann lieber in den Himmel. Aber wer den Weg bis dahin mit Gott nicht gehen will, der sagt damit im Grunde genommen aus: Ich möchte aber nicht, dass Gott da ist. Ja, ich möchte meine Version vom Himmel haben. Und deswegen treffen Menschen diese Entscheidung nicht. Warum das so ist, wollen wir jetzt heute betrachten. Und ich denke mal, dieser Text ist auf den ersten Blick ein bisschen bedrückend, auf der anderen Seite aber sehr ermutigend. Und ich möchte den Text jetzt erstmal ganz lesen. Die Textstelle sehen wir hier schon, das ist Jakobus, Kapitel 1, die Verse 2 bis 15. Ich habe die aber auch mitgebracht für diejenigen, die keine Bibel dabei haben. Ansonsten dürft ihr gerne mitlesen. Ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwürfe gibt. Und so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Und dann ab Vers 12: Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ich habe ja gerade schon angedeutet, es wäre so schön, wenn wir uns für unser Glaubensleben entscheiden würden und das Ganze wäre wie bei einem Fußballspiel. Wir entscheiden uns dafür, in der Mannschaft von Jesus zu spielen, und dann wissen wir, jedes Spiel geht 12-0 aus. Ja, jedes Turnier, auf dem wir teilnehmen, das wäre von vornherein schon gewonnen. Die Realität sieht aber so aus, dass mit dem Glauben einher der Kampf geht. Um Siege muss gekämpft werden. Nur, dass es jetzt ein anderes Ziel ist als vor der Entscheidung für den Glauben. War das vor der Zeit, bevor man gläubig gewesen ist, eher ein Drang nach Selbstverwirklichung? Also, da ging es darum, was ich will, was ich brauche. Dann geht es danach, nachdem man gläubig geworden ist und sich für Jesus entschieden hat, was Gott will.
Und damit haben wir ein Problem, denn diese Dinge widersprechen sich. Das liegt uns Menschen nicht. Auf der einen Seite besteht nämlich weiterhin unser Wille, der mal mehr oder mal weniger im Vordergrund steht. Und auf der anderen Seite sehen wir Gottes Willen in seinem Wort. Und damit wir damit können wir dann seinen Willen erfüllen, um Gott zu verherrlichen. Es herrscht also ein Kampf in uns. Und das zeigt sich ganz praktisch in unserem Leben. So eine Situation hat sicherlich schon mal jeder erlebt. Es ist eine lange Schlange an der Kasse und irgendjemand kommt und drängelt sich mal eben vor, ohne zu fragen. Ich hatte das vor kurzem, da drängelte sich jemand vor mit einem Teil. Ich sagte, okay, geh vor. Und dann kam von hinten kam dann so eine ganze Schar von Kindern an und sagten, wir gehören auch noch dazu. Und die haben dann den ganzen Einkauf davor gelegt. Ja. Und was ist die menschliche Reaktion darauf? Ja, kein Problem, nee. Mein Gedanke war jetzt, alle wieder hinten anstellen, ja, und den Leuten mal gehörig die Meinung zu geigen. Na? Aber Gottes Wort sagt etwas anderes. Gottes Wort sagt, dass ich gerade solchen Menschen mit Liebe begegnen soll. Oder ein anderes Beispiel. Ich würde mir persönlich gerne aussuchen, wem ich gerne zur Hand gehen würde. Leute, die mir sympathisch sind oder Leute, die mir vielleicht auch gerne helfen wollen. Ja, aber Gottes Wort sagt etwas anderes. Wann auch immer sich die Gelegenheit für mich bietet und es eine valide Gelegenheit ist, dann soll ich helfen, wenn ich helfen kann. Es gibt keine andere Religion, wo es einen so radikalen Anspruch gibt. In praktisch allen Lebenslagen läuft Gottes Anspruch an uns, unserem eigenen Willen, komplett entgegen. Ihr Lieben, wir merken, da baut sich ein Spannungsfeld auf. Das bedeutet ständig einen inneren Konflikt. Und noch dazu scheint es so zu sein, dass wir Menschen, wenn wir uns einmal für Christus entschieden haben und Gottes Wort gehorsam sollen, wirklich die Verlierer zu sein. Wir haben bei der letzten Predigt zum Thema Heiligen Geist auch das Leben des Paulus auch betrachtet, der von der Einstellung her sich nicht verändert hat. Er wollte auch vorher Gott verherrlichen als Pharisäer. Das zumindest hat er gedacht. Aber vorher war er ein angesehener Mann in Israel. Und jeder, der zu ihm kam, begegnete ihm mit Ehrfurcht. Nach der Bekehrung, nachdem er dann für Christus evangelisieren gegangen ist und Gemeinden gegründet hat, da wurde er zu einer Zielscheibe. Und diese Zielscheibe war er für die Römer, für die Griechen, aber auch ganz besonders für die Juden, die an ihrem Glauben festgehalten haben. Er hatte rein menschlich gesehen viel zu beklagen gehabt, aber er blieb Gott treu und konnte am Ende seines Lebens sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Der Kampf, der ging nicht gegen Römer oder Griechen oder gegen Juden. Nein, es ging gegenüber den Eigenwillen. Und so ist es auch bei uns. Und damit sind Tür und Tor für Anfechtungen offen. Was aber sind Anfechtungen? Es geht letzten Endes um Situationen, in denen man sich entscheiden muss. Links oder rechts, beides zusammen geht nicht. Statt Anfechtung könnte man auch Herausforderung oder Prüfung sagen. Man kann sich dann einerseits dafür entscheiden, Gottes Willen zu tun und damit sich gegen seine eigenen Gefühle zu entscheiden oder genau umgekehrt das zu tun, was unser Herz uns sagt. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass so manch ein Ausleger Versuchungen und Anfechtungen voneinander unterscheidet und darauf verweist, dass Versuchungen vom Teufel kommen und Anfechtungen von Gott. Oder andere sagen, dass Versuchungen aus uns selber kommen und Anfechtungen von außen. Aber wenn man mal das Ganze genauer betrachtet, ja, dann folgt auf eine Anfechtung zumeist auch eine Versuchung. Also beides kann man genau genommen nicht voneinander trennen. So. Letztlich müssen wir festhalten, dass Anfechtung und Versuchung Teil unseres Lebens sind. Das ist kein Ausnahmezustand, sondern der Normalzustand. Das erleben die Menschen auch, die noch nicht bekehrt sind, in anderer Form. Aber es ist jetzt nicht nur so, dass wir uns zwischen unserem Willen und Gottes Willen entscheiden müssen, sondern Gott geht wie immer darüber hinaus. Jetzt hoffe ich, dass das hier klappt. Wir lesen, dass wir es für lauter Freude erachten sollen, wenn wir in viele Anfechtungen geraten. Und wir haben schon ein paar Mal gehört, dass wenn die Bibel etwas besonders wichtig nimmt, dann wiederholt sie das Gleiche nochmal in etwas anderer Form. Deswegen lesen wir in Vers 12 noch einmal, dass wir glückselig sein sollen, wenn wir Anfechtungen erdulden müssen.
Das ist ein starkes Stück, oder? Also mal Hand hoch. Wer von euch hat gerne Prüfungen? Schwierigkeiten? Komisch, ich auch nicht. Unsere natürliche Reaktion ist wie? Wir sagen, die Prüfung soll weg. Weg damit. Die Steigerung dazu ist Verzweiflung. Warum gerade ich? Ich habe auch schon oft gehört, womit habe ich das verdient? Und dann steht hier darüber, dass wir uns darüber freuen sollen. Das kann doch Gott nicht wirklich von uns verlangen, oder? Die Frage, wie das sein kann, wie das in der Bibel stehen kann und wie wir das umsetzen sollen, lässt sich einfacher damit beantworten, wenn wir uns einmal fragen, welchen Sinn eine solche Anfechtung in unserem Leben hat. Nehmen wir mal an, jemand wird krank. Was ist die menschliche Reaktion darauf? Keiner würde jetzt aufstehen und sagen, juhu, endlich ins Krankenhaus, oder? Die meisten werden eher niedergedrückt, andere verzweifelt oder völlig am Boden. Zunächst einmal müssen wir verstehen, wer mit Gott geht, geht den Weg niemals alleine. Und so ein Krankenhausaufenthalt, den man dann antreten muss, der reißt einen persönlich erstmal aus dem Alltag raus. Das, was vorher so wichtig gewesen war, Essen, Trinken, Termine, persönliche Ziele, Hobbys, Arbeit, ist plötzlich komplett weg. Und der Fokus wird zunächst einmal auf die Genesung gelegt. Soweit hat das jetzt erstmal nichts mit Gott zu tun. Aber neben dem Vertrauen, dass der Arzt seine Sache gut machen wird, bekommen wir vor allen Dingen eins: Zeit zum Nachdenken. Und bei einem gläubigen Menschen kommt man beim Nachdenken ganz schnell auf Gott. Dann stellt man beim Nachdenken vielleicht fest, dass Gott immer mehr zu einer Nebenrolle in meinem Leben geworden ist, während ich so durch meinen Alltag gelaufen bin, dass ich vielleicht die Prioritäten falsch gesetzt habe. Wir haben gerade eben dieses Zeugnis gehört, dieses wunderbare, dass jemand, weil er krank war, plötzlich offen war für das Evangelium, weil er wusste, da kommt jetzt noch was, ich werde vor einem gerechten Richter stehen. Und solche Menschen bezeugen öfters, dass es eine Krankheit war, die sie zu Gott geführt hat. Und selbst Menschen, die ihren Weg mit Gott gehen, ja, ich denke da gerade auch an eine gewisse Person, die gerade so eine schwere Prüfung hat, die werden in solchen Situationen noch einmal neu auf Gott ausgerichtet. Und das ist der Kerngedanke einer Anfechtung. Wir sollen auf Gott ausgerichtet werden. Und wichtig ist nur, dass wir das Momentum nicht verlieren, sobald die Prüfung dann vorbei ist. Aber bleiben wir mal kurz bei dem Gedanken der Neuausrichtung auf Gott. Wenn wir begreifen, dass durch die Prüfung Gott uns zu sich ziehen möchte, dann ist der Gedanke, dass wir uns darüber freuen sollen, doch gar nicht mehr absurd, oder? Denn die Tatsache, dass Gott in unserem Leben wirkt, zeigt, dass wir ihm nicht egal sind. Warum also können wir glückselig sein oder für Freude erachten, wenn wir an Anfechtungen geraten? Wir erkennen darin, dass Gott an uns arbeitet. Und wenn diese Art von uns nicht abgelehnt wird, dann trägt sie Früchte in unserem Leben und wir wachsen im Glauben. Das sehen wir hier auch in der Progression. Man könnte also sagen, ohne Anfechtung gibt es kein Glaubenswachstum, keine Bewährung, keine Standfestigkeit. Wir würden für immer so unvollkommen bleiben, wie wir gewesen sind, wenn alles glatt gehen würde. Aber Gott möchte uns verändern und dazu braucht er die Umstände, die ihm das ermöglichen. Also man kann sagen, Gott schickt uns durch Anfechtungen in eine Schule, in der wir geistlich wachsen können. Deshalb steht hier, dass wir es für Freude erachten sollen. Noch etwas, so rein von der Wortwahl, da steht nicht, wie ich es gerade eben gesagt habe, dass wir uns dabei gut fühlen sollen, dass wir uns freuen sollen, sondern dass wir es für Freude erachten sollen. Und das hat etwas mit dem Lenken der Gedanken zu tun. Sprich, weg von dem, wie es mir gerade geht, hin zu dem, was Gott mit dieser Situation bezweckt. Wir sollen die Situation vom Resultat her betrachten. Und Gott hat für uns das beste Resultat im Sinn, die Bewährung im Glauben. Denn mit der Bewährung stellt Gott uns die Krone in Aussicht. Bewährung im Glauben wird belohnt, weil sie Treue im Glauben erfordert. Und ihr Lieben, diejenigen, die das erkannt haben und jetzt auch in der Taufe bezeugt haben, dass Jesus Christus für sie am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, die haben Motivation genug, um diesem Weg zu folgen und sich in der Anfechtung zu bewähren. Jetzt haben wir verstanden, dass es Anfechtungen nicht umsonst gibt. Also das ist kein Selbstzweck. Aber wie sollen wir uns jetzt in der Anfechtung verhalten?
Wie eben schon mal betrachtet, ist die natürliche Reaktion erstmal, dass wir klagen, dass wir uns ärgern oder dass manchmal sogar verzweifeln und den Mut verlieren. Das steht aber im krassen Gegensatz dazu, was Gott von uns erwartet, beziehungsweise was er uns hier gebietet. Jetzt brennt ja sicherlich auf der Seele die Frage, wie soll das gehen? Und der Text, der gibt uns hier Antwort darauf. Wir lesen in den Versen 5 bis 8. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangle, so erbitte er sie von Gott, der allzu gern und ohne Vorwürfe gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Diese Bitte um Weisheit ist ja jetzt erstmal in das Thema Anfechtungen eingebettet und hat jetzt augenscheinlich erstmal nichts damit zu tun. So manch einer mag dann deswegen denken, wenn er den Jakobusbrief liest, dass der Autor so zwischen den Themen hin und her springt. Aber ich kann euch versichern, dass diese Dinge unmittelbar etwas miteinander zu tun haben, wie wir hoffentlich gleich sehen werden. Zunächst einmal, was ist Weisheit? Wenn ich jetzt so allgemein gefragt werden würde, würde ich sagen, Weisheit ist, jemand ist schlau, intelligent, er kennt die logischen Zusammenhänge. Aber wenn die Bibel von Weisheit spricht, dann spricht sie nicht davon, dass jemand einen IQ von 200 hat, ja, oder etwas Ähnliches, sondern es geht darum, Gottes Willen zu erkennen und Gottes Sicht auf die Dinge zu verstehen. Es geht also darum, Gottes Sichtweise einnehmen zu können. Wir haben eben schon gelernt, dass Gottes Sichtweise sehr, sehr häufig unserer Sichtweise entgegensteht. Nicht umsonst kommen solche Anweisungen wie zum Beispiel Anfechtung als Freude zu erachten, uns so vollkommen unmenschlich vor. Es ist ja auch nicht menschlich, sondern die göttliche Sichtweise. Wir können das hier wörtlich nehmen. Wir können Gott in der Anfechtung darum bitten, dass er uns zeigt, wie seine Sichtweise ist. Dafür brauchen wir keine Theologie zu studieren. Gottes Wort zu lesen und zu beten und um die Weisheit, ihn zu verstehen, zu bitten, reicht völlig aus. Hier im Text wird zu Recht vermerkt, dass Gott uns gerne und ohne Vorwürfe gibt. Gott könnte ja auch von uns erwarten, nur jetzt erarbeite dir meinen Willen mal. Ich habe ihn dir ja gegeben, das Buch, das brauchst du nur oft genug zu lesen. Aber Gott wird dadurch verherrlicht, dass wir seine Sichtweise einnehmen und danach handeln. Wie soll das gehen, wenn wir nicht kennen? Dann wird Gott ja einen gewissen Bildungsstand voraussetzen. Deswegen ist Gott hier so freigebig. Es dient ja seinen Zielen. Also statt einen Bibeltext 20 Mal lesen zu müssen, dürfen wir uns einfach danach hinsetzen und Gott sagen, was möchtest du mir dadurch sagen? Und wir können darauf vertrauen, dass Gott uns seinen Willen offenbar machen wird. Das ist jetzt keine Aufforderung dazu, weniger die Bibel zu lesen, aber sehr wohl eine Aufforderung dazu, Gott um Weisheit zu bitten, wie es der Text auch sagt. Denn ein solches Gebet um Weisheit setzt Glaube voraus und Vertrauen darauf, nämlich dass Gott alles tun kann und dass seine Wege die besten sind. Und hier beginnen so gewisserweise die Schwierigkeiten. Denn in dem Augenblick, wo ich auf Gott vertrauen möchte, werden wir von was heimgesucht? Von Zweifeln, so wie es der Text hier auch sagt. Es sind Gedanken, die in Frage stellen, ob Gottes Wille auch gut für uns ist. Dass Zweifel kommen, möchte ich noch erwähnen, das ist noch keine Sünde. Aber die Frage, wie wir damit umgehen, kann zur Sünde führen. Denn der Text warnt uns davon, wenn wir uns von den Zweifeln leiten lassen, dann brauchen wir nicht zu erwarten, dass wir Segen erfahren. Warum ist das so? Weil Zweifel Gott klein machen. Aber Vertrauen und Glauben, an dem ich mich festklammere, machen Gott groß. Wir wollen bei dem Thema Zweifeln ganz kurz stehen bleiben und uns einmal einige Beispiele anschauen, wie etwas zu Zweifeln führen kann. Da kommen Fragen auf. Ja, ich bin zu klein und unbedeutend. Gehört nur die Gebete von wichtigen Menschen. Aber meine Probleme sind ihm nicht wichtig genug. Oder ich bin für Gott nicht gut genug. Deswegen muss ich mich wohl um mich selber kümmern. Ihr Lieben, auf jede dieser Zweifel, egal was es ist, finden wir die Antwort in Gottes Wort. Die Bibel sagt uns eindeutig, dass Gott
das Unmündige und Unvollkommene gewählt hat, um sich zu verherrlichen. Und desto unvollkommener du bist, desto mehr wird Gott dadurch verherrlicht, wenn du dich an ihn wendest und auf ihn vertraust. Umgekehrt, desto mehr du denkst, dass du eigentlich ja ein ganz guter Mensch bist und dass Gott eigentlich mit dir zufrieden sein müsste, desto mehr steht dir dein Stolz im Weg. Also vertraue darauf, dass Gott dich sieht. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Denn Gott ist allgegenwärtig, weil er außerhalb von Raum und Zeit steht. Und deswegen kann er zu jedem Menschen eine persönliche Beziehung haben. Und deswegen ist Gott auch nie zu beschäftigt, um deine Gebete zu erhören. Du bist wie ihn nicht unbedeutend. Das kannst du auch daran sehen, auch das hat man in der letzten Predigt, dass er seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, für dich ganz persönlich auch auf diese Erde gesandt hat, um für deine Sünden zu sterben und wieder aufzustehen. Also, wenn du Zweifel daran hast, ob du wichtig genug für Gott bist oder ob du gut genug für Gott bist, dann halte dir diese Tatsachen vor Augen. Die andere Möglichkeit ist, dass ich daran Zweifel habe, ob Gott es wirklich gut mit mir meint, wenn ich gerade so leiden muss oder wenn es mir dabei nicht gut geht. Wenn wir solche Zweifel haben, dann müssen wir uns einmal fragen, was ist denn überhaupt gut? Und Römer 8, Vers 28, 29 gibt uns eine neue Definition davon, was gut für uns ist. Da steht nämlich, dass uns die Dinge, die uns im Leben passieren, uns zum Besten dienen. Und das Beste ist nicht, dass es uns dabei gut geht. Das Beste ist, dass wir in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt werden sollen. Du kannst also davon ausgehen, dass das gerade, was passiert, Gott dazu dient, ja, dich so herauszufordern, dass du dich so verhalten sollst, wie Jesus es getan hat, wenn du dich darauf einlässt. Wer sich dagegen nur auf Haus, Familie, Garten, Urlaub und Karriere konzentriert, wie will derjenige dann dienstbereit werden, wie Jesus es war? Oder so freigebig, wie Jesus es war? Oder so gottesfürchtig, wie Jesus es als Mensch gewesen ist? Nein, Gott möchte nicht unsere Ziele in unserem Leben unterstützen, er möchte seine Ziele in unserem Leben verwirklichen. Und die Bibel ist voll davon, wie er das macht. Josef wurde zum Beispiel von seinen Brüdern verkauft und er musste jahrelang durch eine harte Schule durchlaufen, um ein Mann nach seinem Herzen zu werden, um dort in Ägypten dann das Volk Israel quasi groß werden zu lassen. David musste zuerst jahrelang die Schafe hüten und gegen wilde Tiere kämpfen, um dann der Hirte für ganz Israel zu werden. Und wenn wir ins Neue Testament springen, alle 12 Apostel wurden aus ihrem Leben herausgerissen, um nach diesen 3 Jahren und nach der Aussendung des Heiligen Geistes dann dienen zu können. Die Schrift sagt, dass wir unser Leben verlieren müssen, um das ewige Leben zu gewinnen. Und das will Gott für uns. Denn für Gott ist nicht gut, was sich gut anfühlt, sondern das, was zum Besten fühlt. Auf der Weg zur Ewigkeit mehr in das Ebenbild Christi verwandelt zu werden. Es kommt also nicht darauf an, wie es uns bei dem Weg geht, sondern auf das Ziel. Ein letzter Zweifel noch, kann Gott mir überhaupt helfen? Ist das Problem nicht zu groß für Gott? Ist er wirklich allmächtig? Also ich bin ein wahrer Experte darin, meine Probleme zu Gott zu bringen und sie danach wieder einzupacken und direkt wieder mitzunehmen. Ja, vielleicht kennt das der ein oder andere. Aber die Bibel, die ist nicht umsonst so dicht. Im Alten wie im Neuen Testament finden wir historisch belegte Tatsachen, wie Gott gewirkt hat. Wir haben uns bei der letzten Predigt mit dem Leben des Petrus auseinandergesetzt und keiner der anderen Apostel war irgendwie besser. Alle waren untauglich für Gottes Werk und trotzdem hat Gott aus diesen Menschen, aus diesen untauglichen oder aus diesen Taugenichtsen mächtige Werkzeuge gemacht und die erste Gemeinde gegründet. Und wie haben sie diese Gemeinde ausgeweitet? Weil sie Werkzeuge in Gottes Hand waren. Wenn Gott es schafft, aus dieser Gruppe von Versagern Gemeindeleiter und Evangelisten zu machen, wenn Gott es schafft, Israel aus den Händen der Ägypter zu befreien, obwohl diese meilenweit überlegen waren, wenn Gott es schafft, das Volk Israel heute, trotz der zahlreichen Staaten, die es gerne vernichten würden, zu bewahren, dann können wir uns auch darauf verlassen, dass unsere kleinen Probleme, egal was es ist, für Gott nicht zu groß sind. Er hat es uns immer wieder bewiesen. Und wir brauchen eigentlich nur mal in unserem Leben ein bisschen zu forschen, wie oft wir schon wunderbare Dinge mit Gott erlebt haben, wo er Gebete erhört hat und mächtig in unserem Leben gewirkt hat. Ja, das sind so Dinge, die man sich immer mal wieder notieren kann, um es dann in Zeiten der Zweifel auszupacken. Es gibt noch etliche andere Typen von Zweifeln, aber dem gegenüber steht ein Glaube und ein Vertrauen auf einen allmächtigen Gott, bei dem nichts unmöglich ist. Ich möchte das Ganze noch ein bisschen mehr veranschaulichen. Diesen Prediger kennen die meisten. Wer ist das? Richtig, Hans-Peter Royer.
ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, ein inzwischen verstorbener Prediger, der leider viel zu früh von uns gegangen ist, und er hat eine wunderbare Art zu predigen. Ja. Also viele haben Predigten von ihm schon gehört, wenn noch nicht, schaut bei YouTube gerne mal rein, das lohnt sich. Er hat auch die schwierigsten Themen wirklich anschaulich dargestellt. Und er war halt nicht nur Prediger und Evangelist, sondern er war auch Pädagoge am Tauernhof. Das ist ein Bild davon. Nein, ich war noch nicht da, aber ich habe es im Internet gefunden. Und dort im Tauernhof haben sie für Menschen Erlebnispädagogik angebildet. Sie haben also quasi Menschen ermöglicht, zu erleben, leibhaftig zu erleben, wie sich Glaube anfühlt, wie sich echter Glaube anfühlt. Und so gehen sie zum Beispiel mit Teilnehmern am Rand eines Abgrunds oder auf einer Hängebrücke, die so in ein tiefes Tal reinführt, und zeigen ihnen ein Seil. Und auf diesem Seil steht, dass dieses Seil 5000 Kilo aushält. Dann fragen sie die Leute, glaubst du, dass dieses Seil dich halten würde, wenn du jetzt darunter fällst? Und die meisten antworten mit, ja, das glaube ich. Dann bekommen sie eine Aufforderung. Dann lass dich mal fallen. Nur die wenigsten haben trotz des Wissens, dass dieses Seil 5000 Kilo hält und keiner wiegt 5000 Kilo, also ich nicht, haben sich dann fallen lassen, weil die Zweifel doch trotz besseren Wissens die Oberhand gewonnen haben. Und das, was wir hier erfahren in dem Text, ist, dass wir uns nicht auf ein irdisches Seil, wo tatsächlich nochmal irgendwas schief gehen kann, ja, vielleicht sind einfach zwei Nullen zu viel, ja. Nein, wir sollen uns in die Hand eines mächtigen Gottes, eines allmächtigen Gottes fallen lassen, der uns wohlgesonnen ist. Und das ist Gottes Weisheit, seinen Willen zu erkennen, auf ihn allein zu vertrauen und danach zu handeln und damit Gott groß zu machen. Und Zweifel sollen da keinen Platz haben. Das setzt aber voraus, und damit komme ich zum dritten Teil, dass der Wille für Gott zu leben in uns stark und immer stärker wird. Die Realität sieht aber so, dass die Menschen mal in die eine Richtung, also in den Eigenwillen, und mal in die andere Richtung tendieren. Und leider schleicht sich bei vielen im Glaubensleben ein, dass sie gerade so viel auf Gott vertrauen und mit Gott gehen, dass sie ihr eigenes religiöses Gewissen beruhigen können. Und uns fehlt dann die Konsequenz. Lass mich mal ein paar Beispiele nennen. Also da ist zum Beispiel der Single, der die 30 schon hinter sich hat und immer noch auf einen Partner wartet. Statt die Anfechtung oder Prüfung jetzt anzunehmen, werden Abstriche bei der Partnerwahl gemacht und sogar Ungläubige in Betracht gezogen. Bei der Renovierung und bei dem Hausbau geht das Geld irgendwie zur Neige. Und statt aufrichtig zu warten, wird Schwarzarbeit in Betracht gezogen. Dies und ähnliche Beispiele zeigt, dass wir nicht bereit sind, in Gottes Schule zu lernen. Und das Nicht-Aushalten der Anfechtung ist einer der Ursachen, warum wir heute so viel mit Sünde zu kämpfen haben. Warum wir von Zweifeln geplagt werden und warum wir so unbeständig auf der einen Seite oder so freudlos im Glaubensleben sind. Wir könnten auf Gott vertrauen, aber es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Deswegen erscheint der Weg, einen sündigen Kompromiss einzugehen, attraktiver. Aber hier warnt uns der Text. Wir lesen die Verse 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn er die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Hier sehen wir, dass Anfechtung und Versuchung durch Begierde zu Sünde und damit zum Tod führt. Um kurz zu definieren, Begierde ist, dass wir in einem Zustand sind und glauben, dass der Zustand ganz anders sein müsste. Ja? Wir sind vielleicht nicht ganz wohlhabend und wir glauben, wir müssten eigentlich reicher sein. Ja? Und wenn wir an dieser falschen Vorstellung, dass uns etwas zusteht, festhalten, wird die Begierde zur Sünde. Und der Begriff Sünde, der wird heute mit vielen Dingen in der Welt in der Verbindung gebracht. Wenn die Menschheit heute über Sünde spricht, dann redet sie da beispielsweise über übertriebenen Konsum. Und die Werbung nutzt diesen Begriff in einer positiven Art und Weise. So hat zum Beispiel der Eishersteller Langnese lange Zeit bei einem Magnum mit dem Slogan geworben, dass dieses Magnum, dieses Eis, eine Sünde wert ist. Wenn ungläubige Arbeitskollegen mir davon erzählen, dass sie gesündigt haben, dann haben sie entweder hemmungslos geschlemmt
Hemmungslos Geld ausgegeben für irgendetwas oder hemmungslos gefeiert, meistens Letzteres. In jedem Fall haben sie sich persönlich hemmungslos ausgelebt. Und auch in Gemeinden wird der Begriff Sünde immer mehr verdrängt, weil man nicht mehr darüber spricht. Deswegen herrscht auch in der Gemeinde Christi, dass Sünde etwas ist, was verboten ist, richtig? Dass etwas verboten ist, aber ungeheuer reizvoll manchmal. Also halten wir mal fest, die meisten glauben, dass Sünde etwas ist, was verboten ist. Aber mit dieser Definition und Vorstellung weicht man mit dem Begriff Sünde ungeheuer auf. Denn sündigen bedeutet nicht etwa, dass ich etwas mache, was verboten ist, denn sündigen bedeutet Trennung. Wovon trenne ich mich? Lass uns einmal zur Urmutter der Sünde hingehen. Ja, zu der allerersten Sünde. Wir kennen das mit Adam und Eva im Paradies. Sie hatten alle Freiheiten der Welt. Sie hatten nur ein Gebot, esst nicht vom Baum der Erkenntnis. Und das war eben das ganz besonders Reizvolle. Hier wächst die Begierde und Eva entscheidet sich, davon muss jetzt gegessen werden. Weil sie der Unterstellung geglaubt hat, dass Gott ihnen etwas vorenthalten wird, nämlich dass sie selbst zwischen Gut und Schlecht unterscheiden können. Sie wollten sein wie Gott. Sie wollten unabhängig von Gott sein. So. Und was passiert dann in dem Moment, wo sie von der Frucht gegessen haben? Sie haben sich von der Abhängigkeit von Gott getrennt. Der Mensch trennt sich von Gott mit der Sünde. Und diese Trennung nennt die Bibel Sünde. Sünde ist, dass sich das Geschöpf losreißt von seinem Schöpfer. Das Geschöpf, also der Mensch, entscheidet selber, was gut ist. Jetzt können wir natürlich nochmal die Frage stellen, was ist daran jetzt so schlimm? Trennungen sind ja kein großes Thema. Warum füllt das ein ganzes Buch? Ja, die Bibel, also wenn man das mal als ein Buch betrachtet. Um das zu verstehen, muss man sich mit den Eigenschaften Gottes befassen. Wir können sagen, Gott ist das Leben, Gott ist das Licht und Gott ist die Liebe. Ich kann mich von meinem Auto trennen, das ist nicht weiter schlimm. Ich kann mich auch von meinem Arbeitgeber trennen, auch das ist nicht weiter schlimm. Aber wenn ich mich von Gott trenne, dann habe ich ein Problem, denn dann trenne ich mich von dem, der das Leben ist. Dann trenne ich mich vom Leben und zurück bleibt der Tod. Deswegen sagt die Bibel auch, dass die Sünde der Tod ist. Ich trenne mich gleichermaßen vom Licht und was bleibt zurück? Die Dunkelheit. Ich trenne mich von der Liebe und was bleibt zurück? Der Hass. So manch einer mag die Darstellung jetzt für zu drastisch halten, aber genau das lehrt die Schrift. Sünde ist Trennung von Gott, Trennung vom Leben, Trennung vom Licht und Trennung von der Liebe. Merken wir den Unterschied? Merken wir, wie drastisch dieser Kontrast ist? Es geht nicht nur darum, dass wir etwas tun, was verboten ist, sondern die Tragweite ist viel, viel größer. Das eine ist nicht so schlimm. Und genauso gehen wir mit unserer Vorstellung von Sünde um. Nein, die Sünde steht für den Tod, für die Trennung von Gott, der das Leben ist. Wenn wir in Jeremia 2, Vers 13 lesen, dann lesen wir dort, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Ihr Lieben, dieses Bild passt so gut. Ja, wenn man in einer Wüste ist und man hat kein Wasser, was ist dann? Dann geht es relativ schnell nicht mehr weiter. Der Mensch hat sich losgelöst von Gott und löchrige Zisternen sich zugewendet. Ohne die Quelle des lebendigen Wassers gibt es kein Leben. Ohne Gott gibt es kein Leben. Und durch die erste Loslösung der Menschen kam der Tod in die Welt. Und dieser Fluch betraf nicht nur den ersten Menschen, sondern auch alle Menschen danach. Ihr Lieben, niemand würde freiwillig Gift nehmen, oder? Aber die Sünde ist das Gift für unser geistliches Leben, für unsere Beziehung mit Gott. Sie stirbt dabei. Gehen wir damit nicht leichtfertig um. Es scheint der einfache Weg zu sein, aber es ist der sichere Weg ins Verderben. So, als würden wir uns selbst vergiften. Aber glücklicherweise, und damit komme ich zum Abschluss, ist Gott nicht mit uns fertig. Wenn wir uns vergiftet haben, dann gibt es Heilung bei unserem Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Niemand geht den Weg alleine. Christus ist immer bei uns. Gott, der Vater, liebt den Sohn so sehr, dass er möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Dazu nutzt er dann die Anfechtungen und Prüfungen, um unseren Charakter zu formen und uns im Glauben wachsen zu lassen. Und deswegen können wir auch sagen, dass jeder Mensch, dem wir begegnen, von Anfechtungen betroffen ist. Ich habe mal irgendwann gedacht, ja, dass die großen Prediger, denen ich so zugehört habe,
Da waren so einige amerikanische Prediger wie John Piper oder Paul Washer. Ich habe gedacht, die haben nicht mit Anfechtungen zu kämpfen. Die sind so weit im Glauben gewachsen, dass das nicht der Fall ist. Aber jeder von ihnen hat bezeugt, dass sie die größten Anfechtungen haben. Auch bevor sie auf die Kanzel gehen, haben sie teilweise Nächte, dass sie nicht schlafen können und denken, sie sollten lieber laufen gehen. Und jeder berichtet davon, aber auch vom Scheitern. Ich weiß nicht, mit welchen Anfechtungen du gerade zu kämpfen hast. Vielleicht nervt dich dein Job oder dein Chef. Gott sagt uns, dass wir unseren Vorgesetzten so dienen sollen, als würden wir ihm persönlich dienen. Vielleicht bist du krank und schwach geworden, um bei dem Beispiel von eben zu bleiben. Das wird einfach nicht besser. Gott sagt uns aber auch, dass er in den Schwachen mächtig ist und dass wir uns an seiner Gnade genügen lassen können. Gottes Gnade für unser Leben ist völlig unverdient. Und dass wir bei unserem Herrn Jesus Christus sein dürfen, ist wichtiger als ein langes und erfülltes Leben. Vielleicht gehst du gerade finanziell durch ein Tal der Tränen. Gott sagt uns in seinem Wort, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Wenn wir Essen, Trinken und Kleidung und ein Dach im Kopf haben, dann darf uns das reichen. Vielleicht ist die Beziehung zu einer Person, vielleicht sogar jemand aus deinem Umfeld, gerade besonders schwierig und du verzweifelst. Vielleicht sogar bei jemandem, der dir ganz besonders nahe steht. Gott sagt uns in seinem Wort, dass wir einander in Liebe ertragen sollen und dass die Liebe viele Verfehlungen zudeckt. Und er verheißt uns auch als Trost, ja, wenn es Überhand nimmt, dass er jeden für sein Verhalten richten wird. Vielleicht aber sind diese Anfechtungen, die du gerade erlebst, auch dazu da, um dir zu zeigen, dass du mit Gott eben noch nicht im Reinen bist, so wie Andi es gerade eben auch hier bezeugt hat. Dann sind die Anfechtungen dazu da, dass du heute zu Gott kommen kannst. Denn Jesus Christus ist auch für deine Sünden gestorben. Ja? Und auch du kannst Frieden mit Gott finden. Er ist der einzige Weg zu einem dauerhaften Frieden mit Gott. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir können uns sicher sein, dass Gott uns in unseren Anfechtungen nicht alleine lässt. Egal was es ist. Und dass Gott mit der Anfechtung, also mit der Prüfung auch den Ausweg schaffen wird. Und wir sehen an Jesus Christus, der, wie wir gehört haben, auch die größten aller Anfechtungen erlitten hat. Das können wir auch in der Bibel nachlesen. Lest nur mal die Szene im Garten Gethsemane. Dass Christus die größten Anfechtungen ertragen hat und er ist standhaft geblieben, sodass wir heute eine lebendige Hoffnung haben können. Und deshalb ist es wert, dass wir Christus anbeten. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss noch tun. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus, du bist wahrhaft Mensch geworden. Und du verstehst uns. Du verstehst, was wir durchmachen. Du verstehst, dass wir in einer gefallenen Welt leben, dass jeder von uns wunde Punkte hat, bei denen wir immer in Anfechtungen und in Versuchung geraten. Du bist der Einzige, der diesen Anfechtungen auch alle ausgesetzt gewesen ist und dabei sündlos geblieben ist. Und deswegen bist du nicht unser Herr, der uns nicht versteht, sondern du kannst jeden Einzelnen von uns verstehen, egal was wir gerade durchmachen. Herr, bitte hilf uns, dass wir den Sinn hinter der Anfechtung verstehen. Hilf, dass wir lernen, auszuharren und auf dich zu vertrauen. Hilf uns, dass wir im Zweifel in deinem Wort forschen und da sehen können, wie du es für uns gemeint hast. Und hilf uns, dass wir nicht den Begierden nachgeben, denen wir dann ausgesetzt sind. Herr, ich möchte dich ganz besonders für die Täuflinge beten, dass sie im Glauben wachsen können, dass du sie in ihren Anfechtungen begleitest, dass sie frohe Kinder Gottes werden können, die Zeugnis geben, denn deine Botschaft soll in die Welt hinausgetragen werden, auf dass jeder, bevor er in die Ewigkeit geht, Gewissheit hat, dass er einst bei dir sein wird. Dass er, wenn er die Augen öffnet, du ihn als dein Kind begrüßt und dass wir in der Herrlichkeit wieder zusammen sein können. Und ich bitte dich ganz besonders für diejenigen, die heute zuhören, die diesen Frieden noch nicht haben, dass sie heute die Chance ergreifen, zu dir beten, dich um Vergebung bitten für ihre Sünden und dass sie dann den Weg auch mit dir gehen wollen. Herr, wir danken dir dafür, dass immer noch diese Gnadenzeit ist und dass wir dieses Vertrauen in dich haben können und dass wir wissen können, dass egal was in unserem Leben geschieht, du diese Dinge zum Besten nutzen wirst, in dein Ebenbild verwandelt zu werden. Amen.